In diesem Video nähen wir ein Rüschenkleid, was 46 cm Puppen wie Amelie oder American Girl und Our Generation passt. Die Materialien sind hier aufgelistet, aber man kann das nochmal ganz genau im E-Book nachlesen. Nähe das Schrägband an die unteren Kanten der Rüschenstreifen. Nähe in der unteren Falte des Schrägbands. Du kannst die Rüschenstreifen auch versäumen, indem du die untere Kante zweimal umfaltest und dann absteppst. Schneide den Stoff nah an der Naht ab, wenn nötig. Das macht es einfach ein bisschen einfacher, wenn man nachher den Schrägbandstreifen auf die hintere Seite umklappt und feststeckt. Falte das Schrägband auf die hintere Stoffseite um und stecke es fest. Nähe entlang der unteren Kante kurz über dem Schrägband. Achte darauf, dass du das Schrägband auf der Rückseite des Stoffes auch mitnähst. Kräusele die obere Kanten der Rüschen. Ich benutze dazu meine Overlockmaschine, du kannst dies aber auch auf der Nähmaschine machen. Ich habe dazu eine Videoanleitung auf meinem YouTube-Kanal, die werde ich auch hier verlinken unter dem Video. Falte die Verbindungsstreifen zur Hälfte und schließe die Seitennähte. Kräusele die Rüschen auf die Länge der Verbindungsstücke, falte sie zur Hälfte und schließe die Seitennähte.
Wende eines der Verbindungsstücke nach außen und stecke es in eines der Rüschenstücke hinein. Nähe entlang der oberen Kante. Wenn du magst, steppe die soeben genähte Naht von außen ab. Ziehe das zweite Rüschenstück über das untere Verbindungsstück und stecke das obere Verbindungsstück darüber, sodass die rechten Stoffseiten aufeinandertreffen. Und achte auch dabei darauf, dass die Nähte alle übereinander liegen. Nun sind drei Stofflagen zusammengesteckt, das untere Verbindungsstück, das zweite Rüschenstück und das obere Verbindungsstück. Nähe entlang der oberen Kante durch alle drei Lagen hindurch. Thank you.
kannst diese Naht auch von außen absteppen. Stecke das dritte Rüschenstück an der oberen Kante des oberen Verbindungsstücks fest und nähe es mit einem groben Heftstich fest. Das mache ich einfach, damit der Stoff nicht mehr verrutscht, bevor wir dann alles mit dem Oberteil zusammennähen. Nun ist das untere Teil des Kleides fertig. Als nächstes werden wir das Kleidoberteil nähen. Lege die hinteren Oberteilstücke auf die vorderen und nähe sie entlang der Schulterkanten zusammen. Wenn du magst, kannst du nun den Klettverschluss anbringen. Du kannst dies aber auch am Ende tun, wenn das Oberteil fertig genäht ist. Und so sieht das dann aus. Die sind lustigerweise auf beiden auf der gleichen Seite. Stecke die beiden Oberteilstücke rechts aufeinander und nähe entlang der Rücken-, Hals- und Ärmelnähte.
Schneide die Ecken ab und mache kleine Schnitte in die Stoffrundungen. Das hilft, damit man den Stoff besser wenden kann am Ende. Wende das Oberteil nach außen. Nun werden wir die Seitennähte unter den Armöffnungen zunähen. Stecke die Seitenöffnungen fest und nähe sie zu. Nähe mit einem groben Heftstich entlang der unteren Kante, damit der Stoff nicht verrutscht, wenn wir Ober- und Unterteil des Kleides zusammennähen. Achte darauf, dass die beiden Rückenteile 1,3 cm überlappen hinten. Ich nähe die beiden Teile an der Unterkante gerne zusammen, damit der Stoff nicht verrutscht, bevor ich das Rockteil annähe. Da nähe ich jetzt noch mal kurz rüber, damit nichts mehr verrutscht. Stecke das Oberteil rechts auf rechts in das Rockteil hinein, sodass die Unterkante des Oberteils und die Oberkante des Rockteils aufeinandertreffen. Nähe die beiden Teile entlang der abgesteckten Kante zusammen. Und dann vernähe ich den Extrafaden hier in der Naht, damit auch alles schön sicher ist.
Und dann habe ich auch versucht, diese letzte Naht abzusteppen von außen, aber das war ein absolutes Desaster mit all den Rüschen. Da habe ich dann die Rüschen mitgenäht. Also das würde ich nicht empfehlen, dass man das macht. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das ja hinbekommen. Dann können wir das Kleidchen auch wenden und dann sind wir auch schon fertig. Im nächsten Video nähen wir uns dann ein Bolero zu dem Kleidchen passend hinzu. Und das Video ist auch unter diesem Video verlinkt in einer Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!